Teil 16 und vielleicht der letzte Teil Let's Play Heroes of Might and Magic 3. Wir konnten nun sämtliche Burgen der Karte unter unsere Gewalt bringen. Und es sind nur noch ein paar verstreute blaue Helden unterwegs, die jetzt verzweifelt versuchen werden, eine unserer Burgen einzunehmen. Jetzt können wir nur hoffen, dass unsere Verteidigungsanlagen da standhalten. Und wir werden einfach abwarten. Weil der Blaue ist es, der jetzt die Probleme hat und tätig werden muss. Da folgt auch gleich der erste Angriff auf unsere Nekropolis-Stadt. Hier haben wir einiges an Truppen zur Verfügung. Seine Armee nicht besonders groß. Aber wir wissen, man sollte die Magiekünste der Helden nicht unterschätzen. Also freuen wir uns da nicht zu früh. Kämpfer. Aber wenn da jetzt irgendwas Tolles passiert, dann wird das nichts hier mit der Einnahme meiner Burg. Fliegen wir einfach raus. Tja, was soll's denn gewesen sein? Die Künste der Adelheid hier aber gehörig überschätzt. Und Sandro steigt eine Stufe auf. Lernt Advanced Sorcery, die Zauber machen mehr Schaden. Expert Sorcery. Der erste Angriff ist abgewehrt. Doch der zweite ist bestimmt nicht weit. Da kommt der nächste Held. Nimbus. Das hier auch sicherlich unsere schwächste Burg, da wir hier nur wenige Einheiten zur Verfügung haben. Hoffentlich wird das reichen. Nimbus, wir erinnern uns, kein schlechter Zauberer. Sicherheitshalber werde ich mal mit Tazar in die Richtung laufen. Falls wir den Kampf verlieren, kann sich Tazar dann da kümmern. Bert wird sicherlich gleich hier angreifen. Hat hier nur auch noch die übrigen Truppen. Ach, da steht ja. Bronn steht ja hier. Ich denke, wir lassen ihm seine Truppen. Das sollte locker ausreichen. Ach, das ist ja gar nichts. Sein Held etwas. Nicht wirklich. Helfen wir mal ein bisschen nach mit dem Feuerball. Wir gehen gleich in die Offensive hier. Keine Zeit lassen. Schlechte Moral auch noch. Ja. Ganz ohne Burg. Ich glaube, ich wäre auch stark demoralisiert als Soldat in dieser Truppe. Gewonnen. Kommen wir zum nächsten Kampf. Der entscheidende Kampf. Sein Held, unser Held. Blenden wir etwas und gehen wir in die Offensive. Wir gehen in die Offensive. Hier die Spezialfähigkeit Hass Teufel, macht extra Schaden gegen Teufel, das nutzen wir jetzt aus. Das ist auch definitiv seine gefährlichste Einheit, die aber jetzt neutralisiert ist. Ihr seht, seine Zauber könnten uns da echt gefährlich werden. Also wir müssen jetzt zügig seine Truppen dezimieren. Gleich ein paar.
gekillt. Er wird nicht mehr dazu kommen. Nimbus ist besiegt. Unser Held steigt eine Stufe auf. Und der blaue Spieler ist besiegt. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn vernichtet. Alle unsere Feinde wurden besiegt. Der Sieg ist unser. Zur Belohnung kriegen wir diese hübsche Schatzkammer hier, bewacht von einem Rotdrachen. Und hier sehen wir nochmal eine kleine Übersicht hier. Total Time, das ist die Zahl der Züge. 99 Runden hat es gedauert. 217 Punkte. Unser Rang ist Gorgone. Ja. Wir geben hier unseren Namen ein und kommen direkt auf die Bestenliste. Haben wir uns doch ganz gut geschlagen. So, damit sind wir am Ende meines ersten Let's Play angekommen. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen Spaß wie ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr Anmerkungen oder Kritik in den Kommentaren posten würdet, hilft mir sehr weiter. Außerdem bin ich auch offen für Wünsche, was mein nächstes Let's Play angeht. Postet einfach was in die Kommentare, ich schaue es mir definitiv an. Und ja, sobald ich eine Idee habe, was das nächste Let's Play sein könnte, werdet ihr es definitiv erfahren. Abonniert mich einfach und ihr seid auf dem neuesten Stand, wenn es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, euer Cross.